Chase on. Meine Damen und Herren, damit hallo und herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 30.04.2014. So wie Sie gerade eben gehört haben, haben wir den Knopf für die Party gedrückt. Es ist nämlich wieder Gewitter angesagt. Der PC fährt momentan hoch. Für heute sieht es eigentlich ziemlich trüb aus. Es hat sich sehr, sehr viel Stratus breit gemacht. Aber wir wollen nicht verzagen, sondern wir gucken uns die aktuelle Wetterlage mal genauer an. Ein normaler Mensch würde jetzt sagen, bei so einem Himmel, nie im Leben kommt da irgendetwas und schon gar kein Gewitter. Aber wenn wir uns zurückerinnern, am 14. Juli 2009, die Dokumentation habe ich auch noch, gab es einmal so eine ähnliche Lage, wo es gerade mal 19 Grad draußen hatte und es war bedeckt. Heute haben wir zumindest hier oben noch 20 Grad, aber nun schauen Sie sich Folgendes an. Sie werden sehen, damit sich die Blitzrate jetzt stark erhöhen wird, bis auf mindestens über 10 pro Minute, denn, so wie Sie sehen, sind hier doch einige Systeme unterwegs, welche wir uns nun später genauer anschauen werden. Wenn Sie sehen, wie die Noises derzeit hochgehen, dann werden Sie schon feststellen, damit doch einiges an Aktivität da ist. Obwohl die Blitzrate derzeit noch nicht vollständig pro Minute angezeigt wird, sehen Sie hier schon Registrationen Richtung Osten und Richtung West. Ein neues Signal ist hinzugekommen bei Nordwest. Aber das System Richtung Osten, das hier, das scheint wohl am stärksten zu blitzen. Nun müssen wir das Ganze erst einmal lokalisieren. Dazu gehen wir am besten einfach mal raus und gucken uns die Lage mal von draußen an. Das hier ist Blick Richtung Südost und das hier ist Blick Richtung Ost. Sieht eigentlich relativ bescheiden aus, oder? Finden Sie nicht auch? Aktuell weht ein leichter Wind aus. Wir bestimmen ihn kurz. Süd bis Südost. Das heißt, das System müsste langsam, aber sehr, sehr sicher in unsere Nähe kommen. Wir gucken uns nun die Daten aus dem Internet an. Wie Sie sehen, die Blitzrate ist schon etwas höher gestiegen. Wir sind schon bei 24 Blitze pro Minute. Und Sie sehen hier, ist schon einiges los Richtung Osten. Auch Richtung Norden. Oh. Aufzug geht los. Nun zeigen wir Ihnen erst einmal ein paar Daten vom Internet. Dazu müssen wir kurz das Internet anmachen. Ja. WLAN brauchen wir nicht. So, jetzt ist es an. Achtung. 42 Kilometer östlich von uns ist ein System und das System scheint sehr, sehr
Oh Mann, dieser Aufzug hier. Das müssen die da immer was stören? Oh, er ist auch schon registriert. Dieses System da Richtung Osten, Richtung Kreinsheim und Feuchtwangen bzw. Rothenburg ob der Tauber ist sehr blitzaktiv. Sie sehen viele weiße Kästchen. Diese erneuern sich ständig und das System lebt schon seit über 2 Stunden. Allerdings stellen wir fest, wenn das System langsam, aber sicher in unsere Richtung ziehen wird. Es sind nur noch 41 Kilometer östlich, damit meine ich jetzt das hier und nicht den Akku, der wohl hier 41% anzeigt. Ja. 41 Kilometer östlich. Es ist nun aktuell 18:31 Uhr. Die Unwetterwarnzentrale hat ein paar Vorwarnungen herausgegeben. Diese sind gültig bis heute, beziehungsweise morgen 0 Uhr. So sehen Sie das aktuelle Radarbild. Hier ist das System, das hier im Osten, ja. Genau. Sie sehen, es kommt langsam, langsam in unsere greifbare Nähe. Ja. So, dann zeigen wir Ihnen jetzt mal kurz die Unwetterwarnzentrale. Das ist nämlich diese hier. Hier, Richtung Osten, ist das System derzeit in der Warnstufe Rot und es kommt langsam Richtung Nordwesten. Hier oben in Niedersachsen haben wir sogar eine Warnstufe Violett. Der DWD sagt hier auch die Warnstufe Rot für den Osten. Außerdem haben wir hier auch ein Warndreieck vom DWD. Das gilt von heute Mittag 14 Uhr bis morgen früh um 4 Uhr am frühen Morgen. Ja, genau. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, für heute ist auf jeden Fall mal Party angesagt. Und wir können wiederum nachts Blitze in Richtung Osten aufnehmen. So, damit gucken wir jetzt noch einmal in Richtung. Boah. Osten. Das System sollte das hier sein. Ja, also der Bereich von hier bis nach drüben, ja. Sehen Sie das? Genau. Das System, das sollte es in etwa sein. Gehen wir auch mal davon aus. Das Problem ist, wegen dem Stratus sehen wir die Cumulus bzw. den CB oder auch Cumulonimbus genannt nicht. Hier sehen Sie eine neue Quellung, Hochquellen, wenn Sie es auch erkennen können. Die Umrisse sind, wenn wir jetzt mal ein bisschen ranzoomen, hier in etwa, ja. Sehen Sie das? Das heißt, wir sind sogar zuversichtlich, damit wir heute Nacht wieder in diese Richtung Blitze aufnehmen werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei diesem schon anstehenden und sicheren Gewitter. Jetzt muss es nur noch eins tun, und zwar nämlich durchhalten. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir jetzt erst einmal abwarten, bis es dunkel ist. Sie sehen, das Richtung Osten ist immer noch aktiv. So. Da die Gewitterlage jetzt bis 4 Uhr nachts andauern wird, machen wir hier mal. Ups, egal, den können wir auch noch laufen lassen. Jetzt halt mal deinen Maul. Okay. Den hier wollte ich eigentlich anklicken, ich war zu schnell gewesen. Okay. So. Von 18:30 Uhr bis 0:30 Uhr sind 6 Stunden. Bis 4:30 Uhr sind 10 Stunden. Also, Countdown.
Läuft. Wir melden uns später noch einmal und wünschen Ihnen viel Spaß bei diesen Nachtblitzen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, wir melden uns noch einmal zurück mit einer neuen Meldung. Sie sehen, das System da in Richtung Nordosten blitzt immer noch relativ gut. Wir warten jetzt auf das System. Inzwischen ist schon fast 20 Uhr, also wir haben schon anderthalb Stunden in etwa gewartet. Ja. Aber das Teil scheint sich gut zu halten. Richtung Osten bzw. Nordosten. Und wir werden jetzt dann langsam auch in diese Richtung schauen. Allerdings haben wir derzeit auch ein Problem. Und zwar nämlich haben wir hier, regnet es momentan, das sehen Sie auch hier. Es ist nass. Das heißt, wir warten jetzt erstmal ab, wenn das System da überhaupt in die Dinger kommt. Wir zeigen Ihnen jetzt noch einmal kurz, wie weit das Ding jetzt noch weg ist. So. Kilometer. Und da hinten ist auch noch. Also Sie sehen, 27 Kilometer ist das Teil noch weg. Zack. Machen wir das mal aus, damit das Handy auch lädt. Wir haben ja hier noch die Live-Blitz-Anzeige. Ich meine, die Entfernung, die können wir vom Internet noch abholen. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis das System ein bisschen näher kommt. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann sich verhält. Ja. Wir haben ja insgesamt noch 5 Stunden und 17 Minuten Restbandanzeige, aber das muss jetzt nicht unbedingt voll werden, weil morgen ist auch noch einmal eine Gewitterlage. Die wird so ähnlich sein, so wie heute. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis es nämlich dunkler wird. Und zwar nämlich in einer halben Stunde. Bis spätestens einer Stunde haben wir schon Sonnenuntergang, denn es ist jetzt schon fast 20 Uhr. Ja. Genau. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir beobachten das System hier nochmal weiter auf dem Bildschirm. Und wenn wir dann die ersten Donner hören, dann werden wir mal gucken, damit wir uns mal langsam nach draußen stellen. Ja? Wir hoffen auf jeden Fall, damit der Regen dann nochmal nachlässt. Das müsste auf jeden Fall drin sein. Und wenn er sich doch der Regen entscheidet, dann nehmen wir halt eben von drinnen auf. Bis gleich. Meine Damen und Herren, momentan hat es gerade den ersten Donner gegeben. Das System scheint gut zu blitzen. Immer noch weiterhin sehr aktiv. Wir wollten ja gerade eben nochmal einen Screenshot schicken von dem aktuellen Teil. Allerdings regnet es immer noch leicht. Schicken wir den mal kurz rüber. Da geht mal wieder jemand mit dem Aufzug. Aha. Denken Sie auch, was ich hier gerade eben denke? Und zwar nämlich Richtung Südwesten hat sich eine neue Zelle gebildet. Dann wollen wir doch mal gucken, wo die ist. Dann gucken wir doch mal in diese Richtung. Wenn es das nächste Mal
Jetzt hören Sie nochmal den Donner. So, nämlich würde ich dann einfach mal vorschlagen. Ja, gucken wir mal. Ah, wir könnten mal kurz gucken, wie weit das noch entfernt ist von unserem aktuellen Ort. 19 Kilometer. Scheint ja doch ganz gut zu sein, würde ich mal behaupten. Ups. Dann nehmen wir mal kurz den Regenschirm. Übrigens, die Temperatur ist momentan gefallen schon auf 13 Grad, also es ist schon relativ kühl. Und da wundern wir uns selbst noch, damit das Gewitter so aktiv ist. Ups. Nee, den Ekel, da tue ich mir jetzt nicht an. Es hat nämlich hier schon geregnet. Das Zeug tun wir jetzt erst einmal so in ganz normale Fensterputzer hier abwischen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal Richtung Nordosten an. So, nämlich muss es das System da drüben sein. Das Gute ist, da es regnet, ist kein Idioten mehr auf dem Balkon. Oh. Richtung Norden scheint es noch dunkler zu sein. Da könnten wir ja theoretisch gesehen einfach runtergehen. Und dann in den Stadt. Boah, scheiße. Das ist ja übelst gefährlich. Hoho, ich glaube, ich gehe lieber runter. Scheiße. Ich glaube, ich gehe doch lieber runter. Zum Glück noch den Sturz abgefangen. Ansonsten jetzt mich glatt hingewatscht. So, dann nehme ich hier jetzt am besten mal alles mit, bevor wir hier dann erstmal dicht machen. Und zwar nämlich, das System ist jetzt schon relativ dicht dran. Sie haben jetzt schon einen Blitz gesehen. Das war, glaube ich, ein Flächenblitz. Und der hier registriert mir hier sogar Strokes, ja, also die sind sehr gefährlich, deswegen würde ich mal einfach sagen, wir gehen jetzt mal schnellstmöglich nach unten und dann werden die Aufnahmen scharf gestellt. Bis gleich. So, wir machen dann natürlich noch das Fenster auf. Und wir stellen noch den manuellen Fokus ein. Die meisten Blitze sind Richtung Nordosten, also quasi direkt vor uns. Das ist nämlich gut. Langsam kommt das System näher. Zwar langsam, aber es kommt näher. Okay, hat es jetzt aufgehört zu regnen? Nee.
Sind wir aber 24 Kilometer entfernt, ne? Gewitter ist eigentlich noch relativ weit weg. Schauen Sie sich das mal an. Ist noch in Sektion B. Da hinten war ein Blitzer. Also das wundert mich wirklich, bei einer Außentemperatur von 13 Grad noch so ein optimales Gewitter, das ist wirklich top, ohne Frage. Und das am 30. April.
Schließend. Das war da drüben jetzt. Der war aber groß, ne? Ja, aber ich glaube, Nordosten ist besser. Das Gewittersystem ist inzwischen schon nur noch 18 Kilometer von uns entfernt. Und scheint uns frontal direkt zu treffen. Es hat aufgehört zu regnen. Das Problem ist, das System kommt nämlich. Ne? Da kann ich nicht einfach sagen, gut, jetzt geht's mal raus.
Der Witter in Sektion A. Ja, ist besser, wenn wir hier unten bleiben, weil das System da, das zieht vielleicht sehr, sehr knapp nördlich an uns vorbei, aber südlich davon ist doch noch ein Regengebiet dran und es wird dann leicht bis mäßig regnen. Ja, das erreicht jetzt schon demnächst die 15-Kilometer-Marke, also noch ein bisschen weiter entfernt. Dauert aber nicht mehr lange, dann hat sich schon das erreicht. Der meist aktive Teil ist nämlich dahinter, ungefähr in 25 bis 30 Kilometer Entfernung. Das, was wir jetzt davor haben, das ist erstmal ganz, ganz frisch neu ausgebildet. Es zieht langsam, aber sicher in Richtung Westen. So sieht am Moment, wir warten jetzt noch kurz, bis ein Blitz gekommen ist. Wir hatten jetzt ja momentan gar keinen Blitz zu kommen. Wir können es Ihnen doch kurz zeigen. So, nämlich sieht das Ganze so aus. Von Osten nach Westen zieht das im Prinzip durch. Und das sind 4 Stunden, ne? Wenn Sie mal genauer hingucken, von Ost nach West, wir sind hier, wo der blaue Punkt ist. Und das hier ist die Zugrichtung und das hier ist quasi das Gewittersystem, also
könnte das Ganze heute doch etwas sich in die Länge ziehen. Ja. Ist nämlich sehr, sehr schwache Blitzaktivität momentan noch. Die Blitze sind nämlich alle noch hinter den Räten von der ersten Zelle. Deswegen müssen wir noch abwarten. Momentan regnet es absolut nicht. Aber ich meine, von hier habe ich genau den gleichen Blick wie von oben auch. Da riskiere ich es nicht nochmal nach oben zu gehen. Ich gucke nochmal kurz die Blitzaktivität der Zelle oben nach, weil ich möchte wissen, wie die dahinter ist, ob das schon gesunken ist. Vor allem, so wie Sie sich erinnern konnten, haben wir zwischen 15 und 25 Blitze pro Minute gehabt. Und jetzt schaue ich dann kurz nochmal nach. Ich bin dann gleich wieder für Sie da. Und zwar nehme ich nochmal ein paar neue Daten für Sie. Die Gewitterzelle hat jetzt derzeit zwischen 20 und 30 Blitze pro Minute. Das heißt, sie hat sich leicht gesteigert. Allerdings müssen wir auch beachten, damit das für die komplette Gewitterzelle gilt. Also nicht den Teil, wo wir hier nur sehen, sondern sogar einen Peak bis zu 48 Blitze pro Minute haben wir registriert. Die ganzen Blitze sind nach hinten, ne? So ungefähr. Mensch, das mit meinem Husten, es will einfach nicht weggehen. Ich verstehe nicht, warum eigentlich. Muss man sich halt eben gedulden lassen.
Also je dunkler es jetzt wird, desto besser können wir dann auch langsam anfangen aufzunehmen. Ab einer bestimmten Phase können wir dann auch die Spiegelreflexkamera hinzustellen, dass die dann auch noch ein paar Fotos aufnimmt. Ja. Scheint sich irgendwie der Schwerpunkt Richtung Osten zu verlagern. Ich gucke das noch mal kurz nach. Ja, aber das, was wir da Richtung Osten sehen, das ist. Ups. 26 Kilometer entfernt. Dummheit. Aber das Gewittersystem ist eher stationär. Also die nächsten Blitze, die sind derzeit 15 Kilometer Richtung Nordosten, ja. Sie sehen es auch hier, wenn wir das hier runter machen, so. Richtung Nordosten 15 Kilometer. Ah ja, und er meldet jetzt hier auch gerade Gewitter in Sektion A. So. Also, wie gesagt, Sie müssen sich noch etwas gedulden, bis das System da ist, weil wahrscheinlich wird das schon wieder so ein 2-Stunden-Film. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber da die Systeme so langsam heute ziehen, ist das nun mal leider der Fall. Wir können leider nicht anders. Richtung Osten blitzt es immer mehr und mehr. Ja? Deswegen würde ich mal vorschlagen, ups, dass wir da einfach mal ein bisschen näher ranzoomen. Jetzt hat er den Fokus wieder gestellt. So. Jetzt nehmen wir. Ja. Okay. Lassen wir es erstmal so, würde ich mal sagen. Also ich könnte eigentlich hier noch ohne Probleme oben draußen stehen, bis das System hierher kommt. Also das ist wirklich ohne Witz. Aber zumindest es blitzt in einer guten Lücke hier drin, zwischen dem Baum und dem
Hausdach im Prinzip und deswegen können wir es auch von hier unten aufnehmen. Ja. Aber die Blitze hier sind noch einige Kilometer entfernt, um genau zu sein. 26 Kilometer. Die aktuelle Außentemperatur beträgt jetzt nur noch 12,5 Grad. Ich habe vorhin oben nachgeschaut. Schon sehr, sehr faszinierend, dass bei so einer kühlen Temperatur dennoch so gute Blitze rauskommen. Ja. Osten, Nordosten, keine Ahnung. Ich meine, ich filme hier jetzt gerade einen etwas kleineren Bereich. Es blieben hier Raben durchs Bild. Lol, da geht nochmal einer raus. Vielleicht spazieren mit Kopfhörer, mit einem großen Kopfhörer. Vielleicht weiß er noch nicht einmal, dass da überhaupt der Debiter herkommt. Boah. Alter, ich muss da mal nach oben gehen. Boah, scheiße, der war aber hell. Einfach mal sagen, dass wir wiederum diese Richtung hier bevorzugen. Schauen Sie mal, der Horizont ist schon zu, das heißt, demnächst fängt es schon an zu regnen. Yes. Der ist wieder reingegangen, weil er gemerkt hat, damit irgendwo Blitze runtergegangen sind. Aber noch regnet es nicht. Naja, und wir stehen ja schon mal richtig. Weil der Regen dort hinten verdeckt schon den Horizont. Sehen Sie dann auch jetzt gleich. Der Regen ist vielleicht nur noch 10 Kilometer oder so entfernt. Aber hier regnet es wirklich noch nicht.
Unten anbekommen. Ja, die letzten Tage brauchen wir so ziemlich mehr Geduld, bis die Gewitter überhaupt da sind. Wir sind es normalerweise immer gewöhnt, damit ein Gewitter höchstens eine Stunde dauert. Und nicht. So, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt ein bisschen weiter rausgezoomt, einfach aus dem Grund, weil die Blitze jetzt schon inzwischen fast so dicht sind, dass sie in einen größeren Bildbereich kommen. Der Nachteil ist natürlich, dass die Blitze dann kleiner sind, aber naja. Wie sagt der Physiklehrer, wenn man eine Messgröße exakt bestimmen will, dann geht eine andere Messgröße dadurch verloren oder wird unscharf. Ja, das können wir jetzt auch hier anwenden. Zwar nämlich die Blitze kommen immer näher und das Ganze mal an, wo das System sich befindet. Das System befindet sich momentan immer noch 15 Kilometer Richtung Nordosten und 16 Kilometer Richtung Osten und 16 Kilometer Richtung Norden. Bringt mir aber rein gar nichts, weil chilloutzone.net Video. Helikopter wird in Tornado gezogen. Aha, gucke ich mir mal später an. Ja. Keine Ahnung, was sie davon überhaupt halten sollen. Weil ich meine, das System, das kommt einfach nicht mehr. Ich gucke mir jetzt mal kurz das Radar an. Dann gucke ich mir mal an, wo es regnet und wo es nicht regnet. Dann entscheide ich nochmal. Ja. Das war jetzt Richtung Nordosten, das war ungefähr. Hä? Das zeigt mir auf einmal an, damit das von Nordwesten kommt. Von West zu West zu haben.
gut, mach mal so. Ich tue das ganze Zeug, das lässt ja. Und die Tempos mal. Das ganze Zeug durch mal reinlagern. Jetzt ist hier noch hell genug. Zu hell für die Langzeitbelichtung, das heißt, ich werde auf den Easy Act mal rein tun. Nein, das kann ich später noch laden. So. Jetzt tue ich das Zeug mal drin abstellen, aber gut. Schlüssel vergessen. Da fängt es jetzt an zu winkeln. Und? Bringt noch ein Licht. Lol, so ein großer Lichtzug. Ich bin schon etwas naiv. Der Witter ist zwar noch 15 Kilometer entfernt, aber ich könnte auch vom Dach aus aufnehmen. Und da drüben, der Horizont, bleibt zwar eingefärbt, der hier. Sehen Sie das? Aber der Regen, der kommt einfach nicht näher. Deswegen würde ich mal sagen, nehmen wir die nächste halbe Stunde noch vom Dach auf. Wir melden uns gleich. Nochmal, wenn wir oben angekommen sind. Bis gleich. So, wie Sie sehen, die Blitzrate bleibt relativ konstant. Immer noch. Wir gehen jetzt noch gleich mal raus. Und nehmen dann in Richtung Nordosten auf. Ah, klasse. Jetzt sind wir gerade rausgegangen und jetzt scheint es wohl so, als ob es anfängt zu regnen. Aber noch ist es nicht so wild. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen draußen bleiben. Das Gewitter ist eigentlich nicht sehr weit. Moment, ich hole mal kurz. Ah, ich muss noch kurz den manuellen Fokus reinhauen. So, jetzt hole ich kurz die Jacke. Jetzt können wir auch erfolgreich beobachten. Sobald es aber anfängt zu regnen, gehen wir auch gleich wieder rein. Gehen am besten noch näher ans Dachrand. Oh. Dann machen wir es am besten so.
Der Winter ist immer noch 15 Kilometer in Richtung Nordosten. Aber inzwischen hat sich schon stark verstärkt. Nur bei uns fällt nur sehr, sehr leichter Regen. Das ist gut. Machen wir mal das Internet aus, weil es langt nämlich auch schon. Sehen Sie, ich bin doch ein bisschen schlauer geworden. Und zwar nämlich, es regnet bis jetzt nur sehr, sehr schwach. Oh, jetzt hat es Richtung Nordwesten geblitzt, das ist nicht sonderlich gut. Ich hasse das nämlich, wenn so ein breiter Bereich anfängt zu blitzen, dann drehe ich einmal Richtung Nordwesten, dann einmal Richtung Nordosten, dann einmal Richtung Südosten, sonst noch was. Wir tun jetzt hier schon einen großen Bereich abdecken. Ja. Den Horizont drückt es ja auch dort hinten ein bisschen ein. Scheint wohl sehr viel Niederschlag da dahinter zu stecken, weil ansonsten würden die Blitze wenigstens sichtbar sein. Boah, der war dort hinter im Odenwald. Steht das Ding überhaupt gerade? Ich glaube nicht. Wo dreht man das da auf? So, hier. Nö, dann ist es nicht da, sondern da. Jetzt sieht das schon viel gerade aus. Es regnet nur sehr, sehr schwach. Jetzt weiß ich, was das Problem war. Ich habe das Teil nämlich sowas von bombenfest geschraubt, damit ich hier gar nicht mehr schwenken kann. So, jetzt kann ich auch wieder schwenken. Und zwar nämlich die meisten Blitze sind in Richtung Nord-Nordost. Ich meine, boah, ein paar gute sind zwar schon mit drauf. Der Niederschlagsvorhang, der zieht immer knapp an uns vorbei, das finde ich nämlich gut. So. Attenzione! Oh. Jetzt probiere ich mal wieder die eine App da aus, Lightning Camera. Auf, komm. Der Regen kommt näher. Aber noch soll es nicht so extrem sein. Ja, Halleluja, ich habe ihn drauf.
Speichern. 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 Das ist schon nichts mehr. Juhu. Ich glaube, ich hole vielleicht noch den Regenschirm und tue noch ein bisschen weiter. Ich meine, die Blitze sind ja noch relativ weit weg. Bleibt hier nur beim mäßigen Regen. Ey, jetzt muss der Typ gerade anrufen. Ja. Ja, also ich weiß was, ich finde das jetzt richtig zum Kotzen her, dass es hier ständig pisst und pisst und pisst und pisst und pisst und es hört einfach nicht auf. Alter, wie die fetten Blitze da. Ist das jetzt ein Regengebiet oder was ist das? Nee, das ist ein Gewitter. Ja, aber bei mir regnet es doch nur. Das sollte bei dir jeden Moment nachlassen, ne? Ja, jeden Moment. Das sieht nicht so aus Richtung Königsschule, wie wenn das jeden Moment nachlässt. Warte mal, ich hol mal kurz Regenschirm. Die Blitze hier sind nämlich genial. Langzeitbelichtung, jetzt tut sich nichts mehr. Ich stehe da auf dem Feld mit Schirm, weil es nicht einfach nicht aufhört mit der Pisserei. Ja, bei mir zieht das Teil ganz, ganz knapp nördlich bzw. nordwestlich vorbei. Also, du könntest jeden Moment auch Blitze schon erkennen Richtung Osten, ne? Die sind so. Was bringt mir denn das, wenn es pisst? Da kann ich doch nicht aufnehmen. Also, ich habe mir jetzt kurz wegen diesen. Da kann ich das doch gar nicht sehen. Oha, da drüben geht Feuerwehr, ne? Richtung Zimmer hoch. Ich glaube einfach, dass das Ding im Osten jetzt auch jeden Moment abbrechen wird, weil. Nee, also so sieht es keineswegs aus. Also das schmeißt extreme Blitze raus, ne? Ja, wo ich das letzte Mal den Eisschirm nämlich gesehen habe, war der so total ausgefranst. Also der letzte Blitz, den wo ich hier jetzt gerade aufgenommen habe, der war wirklich extremst hell. Ja, das bringt mir aber hier ganz wenig, weil erstens mal das Ding Richtung Westen hat jetzt aufgehört zu blitzen. Da waren teilweise sehr gute dabei. Ich denke mal, auf dem Video werden auch ein paar drauf sein. Aber ich will ja mit Langzeitbelichtung ein paar aufnehmen. Und jetzt ist das Ding Richtung Westen tot. Ja? Das sieht ja fast gar nicht. Mir kommt vor der Regen, das ist immer noch der Regen von diesem Lottenteil. Ja, wahrscheinlich. Das kann ja auch nichts anderes sein. Ich meine, bei mir hat es jetzt 2-3 Stunden absolut nicht geregnet und jetzt kommt langsam das System hier näher her, ne? So, man hört mal endlich der Regen, da muss doch zwischendrin eigentlich bei mir mal aufhören. Das kann ja nicht sein, dass er schlicht durchgeht. Ja, vielleicht zieht er ja auch gar nicht mal. Ja, super, Witz, komm raus und diese Tür steht da dran. Ja? Wieso machst du das eigentlich manchmal so, wenn man arbeiten muss, muss man doch arbeiten, da kann man doch nicht ständig die Arbeit verschieben. Naja, ich habe doch jetzt gearbeitet, jetzt habe ich alles fertig. Ja, aber wäre jetzt seit Mittag schon losgegangen, dann hätte ich bestimmt nicht gearbeitet. Naja, aber es ist ja nicht losgegangen. Boah, Alter, war der fett. Ja, bei mir ist es halt so bei meiner Arbeit, ich kann da nicht aufhören, egal ob da jetzt ein Gewitter kommen würde oder nicht, da kann ich jetzt nicht sagen, ah ja, ich renne jetzt mal schnell weg, weil jetzt eine Zelle kommt. Naja, das ist ja schon klar, weil ich meine, ich habe ja eine Liste bekommen vom Chef und die muss halt abgearbeitet werden. Und dann kommt da halt eben am Montag nächste Woche und kontrolliert im Prinzip alles. Und dann, was er gut findet, sagt er, ja, okay, gut, dafür bekomme ich. Und was er nicht gut findet, dafür bekomme ich halt nicht. Das ist mal eine bessere Frage eigentlich. Habe ich überhaupt eine Chance, dass das System mich auch erreicht? Und wenn nicht, dann kann ich das eigentlich abbrechen. Doch, das erreicht schon dich. Also langsam kommt das bei mir näher. Vor anderthalb. Was sehe ich denn da? Da bildet sich ein neuer Cumulonimbus Richtung Norden. Ja, richtig. Ich nehme jetzt noch das alte System auf, weil das so richtig große Blitze rausschmeißt. Ah, jetzt lebt es richtig. In dem Moment, wo richtig wirklich tolle Blitze waren hier, da war das aber nur 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer, boah, 1 Kilometer. Warte mal, ich glaube, ich gehe wegen dem Regen jetzt mal kurz runter und ich lagere mich mal kurz um. Ich stecke dich aber dafür in die Tasche rein. Dann beginne ich auch mit. Regnet es jetzt bei dir auch?
bei dir auch. Also ja, jetzt. Jetzt regnet es bei mir auch, genau. Deswegen möchte ich kurz umpositionieren. Warte kurz. Dauert eine Minute oder so. Also jetzt noch einen einzigen Blitz und dann hau ich ab. Ja, Richtung Osten sehe ich das so gut. Ich gucke auch gerade Richtung Osten. Ich gucke immer noch Richtung Westen, weil ich die Osten. Ja, dann gucke Richtung Osten. Dort kommt die Musik her, ne? Weil ich eigentlich immer noch die Hoffnung habe, dass jetzt nachher noch auf der Linie sitzt aus dem Westen. Weil das Ding war 20, habe ich noch 30 Minuten gekommen. Und dann hat das einmal wieder angefangen zu blitzen. Ja. So. Und jetzt muss ich gerade den Kommunismus da Richtung Norden und einer bindet sich Richtung Nordosten. Auf, komm, jetzt noch einen einzigen Blitz und dann hau ich ab. Los, jetzt mach mal. Es wird immer stärker mit dem Regen. Ja, wenn das bei dir schon anfängt zu regnen und nur noch wenig Blitze sind, dann habe ich ja fast gar keine Hoffnung mehr. Du hast ja schon vorhin ein System gehabt. Ja, aber mir bringt es ja nichts, wenn es hell ist. Ja, ja, bei mir kommt es ja jetzt erst an, was weiß ich, wenn es komplett dunkel ist. Das ist ja jetzt noch 15 Kilometer weg. Aber ich habe vielleicht das Glück und es bildet sich, weil dieser Kommunismus da Richtung Norden und der auch Richtung Nordosten. Oh, jetzt war einer, jetzt breche ich kurz ab, bis gleich. Das war bei mir gerade eben. Ja, Moment. Moment, ich bin jetzt gerade am Langzeitbelichtung aufbauen. Jetzt gucke ich mal, wie das mit 10 Sekunden wird. Und es wird wahrscheinlich noch zu hell. Jetzt läuft die. Weißt du, was die gemacht hat, die wo von Heidelberg da war, wo fotografiert hat? Hä? Die fährt jetzt mit dem Auto Richtung sieht ja ganz gut aus auf der Kamera. Ja, kannst du das auflegen oder nicht? Weil du redest ja gar nicht, da kann ich noch auflegen. Ja, doch, ich rede schon, bloß ich habe jetzt gerade eben keine Zeit gehabt, weil ich musste die Kamera aufbauen und einstellen. Aber wenn bei dir schon Lottelregen ist, dann hört es bei mir ja gerade besser aus.
Jetzt hat der Regen momentan wieder aufgehört, was ich eigentlich... Ja. 10 Kilometer von mir nördlich ein Stück oder 5 Kilometer ist komplett blauer Himmel. Und ich befinde mich immer unter diesem scheiß Teil da hoch. Ja, also ist man der Kumulonimbus da eben im Norden an und im Nordosten anfängt zu blitzen. Na, keine Ahnung, siehst du einfach keine Blitze von meinem System. Ja, siehst du? Wenn ich da nur noch kurz am Krieg konnte, wegen dem scheiß Sammelregen, der wurde aber wahrscheinlich völlig so gleich auf den Fuß gehen. Gleich ist der Wind, die Leute. Das sieht aus, wie wenn es ganz grün ist schon vor den Stuhl, richtig? Wie wenn jeden Moment Starkregen kommt. Aber es kann auch sonst sein. Weiß jetzt nicht. Also bei mir ist nur sehr leichter Regen, der Horizont ist schon mal weg. Weil Richtung Nordosten ist auch alles zu die Berge und da ist gar nichts. Also momentan die Blitzerate liegt ungefähr 1 bis 2 Blitze pro Minute, wo man sieht. Aber dafür sind sie richtig kräftiger. Ja gut, ich meine, ich nehme ja auf momentan. Das ist das erste Gewitter. Das bringt mir ja trotzdem nichts. Aber erstens mal sehe ich das. Ich weiß nicht, wenn die Blitzrate so gering ist, dann weiß ich ja, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Ding bei mir ankommt. Also es ist ein Glück, ich kann eins noch hoffen. Dass eine von diesen Zellen, die wohl jetzt nordlich und nordöstlich stehen, der sieht gut aus. Dieses Mal habe ich diesen Fehler nicht drin, ne? Dieses Mal habe ich den Fehler nicht drin. Ich habe die ISO-Automatik gleich sofort auf ausgeschaltet und jetzt nochmal kontrolliert. Also da jetzt muss ich mal Richtung Nordosten gucken, also Richtung Nordosten, mal sehen, ob ich da mal irgendwas sehe. Das fühlt sich mal interessiert. Doch, also ich sehe viele Blitze, aber das Problem ist, das ist noch nicht mal über mir, sondern das ist noch nordöstlich von mir. Vielleicht geht es bei mir ja sogar südlich vorbei, dann kriege ich den Doppelregen mit. 12 Kilometer nordöstlich meldet der bei mir. Nee, das zieht eher zu dir über Eberbach, ne? Ja? Ja, das zieht. Ich dachte, das zieht bei dir und er zieht sich an mir vorbei. Nee, das zieht direkt auf dich drauf von Osten. Boah, geil. Also jetzt der letzte Blitz war ungefähr vor einer halben Minute. Weiß ich nicht, den sehe ich von hier aus überhaupt gar nicht. Den sehe ich von hier aus gar nicht. Mein System ist so groß, damit ich den nicht sehe. Das ist von mir aus Richtung Weinheim. Boah, der war wieder groß und fett. Richtung Osten schon komplett dunkel. Oh, also Donnerstag sogar, nehme ich von Nordosten. Also muss ja mindestens 20 Kilometer nicht weiter weg sein. Ja, bei mir ist auch 12 Kilometer.
Ja. Oha. Den habe ich gar nicht mit dem Reifen gefahren. Der war kurz bei mir, 10 Kilometer entfernt ungefähr. Aber das war bei dir? Ja. Das war mein System. Darfst du mich so mitfahren eigentlich so? Ja. Ja. Ja, weil ich das nicht eingesteckt habe, da ich die ganze Zeit, weil ich den Anfang will, auch so machen. Naja, so ist auch gut. Hast du den gerade gesehen? 100% ist der Konfekt, der jetzt hat er zwei, dreimal geblitzt, nur jetzt, wo ich die Kamera aufgestellt habe, Richtung Nordosten, Norden, jetzt auch noch zu Sonne jetzt. Und man weiß nicht, wann es hat zwei geblitzt war. Bei mir hat es geblitzt. Ja, das kann doch nichts hören. Meiner ist noch 12 Kilometer entfernt, vielleicht von dir noch 40. Ja, nee. Das ist bei mir. Das ist bei mir. Das kann nicht bei dir sein. Doch. Ich nehme gerade eben auf. Nein. Das ist eine ganz andere Richtung. Lol, bei mir hat der Regen wieder nachgelassen. Wenn das Teil wirklich kommt, dann habe ich bestimmt einige Zeit, aufzunehmen. Ja, bei mir ist das ja auch so. Wahrscheinlich eine Neubildung. Ja, ich hab dir doch gesagt, da rechnet bei dir für zwei Zellen, wo eine jetzt mal aktiv wird. So, mal sehen, was du mal so tropisch. Das sehe ich nur als ausgeleuchtet, die Köpfe. Jetzt nicht drauf. Wer weiß, wie schlimm ist, die Maus ist auch irgendwo unterwegs und die weiß nicht wo. Und meistens sagt sie mir dann nicht, was sie unterwegs ist, weil ich dann sage, ja, mein spannendes Haus geht, das ist gefährlich. Ne? Die laufen schon wieder mit dem Regenschirm rum, da also war schon wieder einer jetzt. Läuft. Aber alles wollten, so keine Scheiße. Ja, das war jetzt wieder, ne? Doch, jetzt. Schon drei Blitze gerade eben. Aber die waren Wolkenblitze. Also das System, was ich jetzt aufnehme, das kann nicht sein, dass ich nur von hier komme. Das ist von mir sogar schon. Jetzt regnet es momentan wieder gar nicht. Ich könnte eigentlich wieder raus, über mir ist blauer Himmel. Richtung Nordosten, da ist so ein Aufkörper, wo ich das Gefühl, dass ich
Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich wieder aufs Dach rausgehen soll oder nicht. Ich guck mal kurz Niederschlags oder da. Also laut dem Regenradar soll es eigentlich regnen. Komisch. Ja, und was ist bei mir? Doch, bei dir ist da Richtung Norden, bei Fürth, Weinheim sind ein paar Symbole. Ich weiß sogar, dass die Zelle von Weinheim sich auf die Richtung zu mir macht. Weil wenn ich die Langzeitrichtungsbilder sehe und dann hintereinander abspiele, dann kommt das Spiel das Ausgewicht von davon. Dann müsste das mich ja direkt treffen, das andere System. Nee, das ist nicht da, das wurde aber nicht ja richtig. Das ist mein Weinheim. Jetzt gucke ich mal, wie die längere Langzeitbelichtung ist. Wie weit ist es da? Eigentlich ich würde jetzt ja am liebsten gerne umtauschen und würde jetzt so auf die andere Feldseite fahren, da wo Richtung Rewe ist. Weil ich bin ja immer Richtung Siebel. Und von Rewe aus bei den Feldern sind das sieht man besser. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt rausfahre, dann verdeutlicht vielleicht die Putzung da aus, wenn ich da Richtung oder was. Ich glaube, dass das nicht ich weiß. Also ich weiß halt ab. Oh je, jetzt kommt da schon wieder irgendein Idiot und macht das Licht an. Ja, das kann vorkommen, sowas. Leute, aber das Fenster ist ja offen, dann stört es ja nicht. Wenn doch mal Linie drin kommt, wenn immer so ein kampfiger Wolf ist, man, das ballert zwar auf, aber ich höre das ja gut, wenn ich aufs Dach gehe, dann bin ich halt blitzschlaggefährdet. Wo haben wir den? Der war bei mir ein bisschen weiter weg Richtung Norden. Ja, aber ich kann gar nicht von dem System noch jetzt, wo ich jetzt gerade hier sitze. Jetzt auf einmal sieht es wieder aus, wie wenn es wegzieht, weil es auch aus, wie wenn es wie her sieht. Also irgendwie können sich die Felder halt nicht ganz so entscheiden. Ich jetzt wieder rausgehen aufs Dach. Aber ich weiß nicht, wenn der Regen da geht hier. Sind die Wolkenblitze irgendwie, oder nicht die Wolken, sondern halt eben die Linienblitze sind irgendwie momentan auch seltener geworden. Sekunden.
Chi. Na gut, dann machen wir 4 und 5 Sekunden. So. Aber das System, das kommt nicht näher ran. Irgendwie schon seit 2 Stunden oder so von ungefähr 18 Kilometer auf 10 herbekommen. Jetzt regnet es gerade gar nicht mehr. Lol, der war da direkt über mir. Der war aber direkt über mir, eigentlich fast. Oh. Ah, ich sehe da vor diesem System nochmal neue Cumulus, ne? Die sehe ich aber nur auf der Langzeitaufnahme. Ich gucke jetzt nochmal Niederschlagsradar und wenn da nichts ist, dann gehe ich gleich wieder hoch aufs Dach, weil ich habe keine Lust von hier drin aufzunehmen. Boah, der war gut. Und zu mich ärgert das komische Zeugs da. Warte mal, ich gehe mal wieder nach oben. Ich steck mal kurz in die Tasche rein, das hinten. Aha. Test, ist er noch dran? Ja, da war es. Lol, jetzt. Das ist nämlich gut, und zwar nämlich der. Irgendwie bleibt er stationär, und zwar andauernd denke ich, der ganze Horizont geht weg und was auch immer. Es fängt gleich an zu regnen und dann heißt es doch nicht mehr und so weiter. Und das ist schon seit 1 Stunde so der Fall. Ja, vielleicht habe ich jetzt hier genau so einen Fall. Ja, also es fängt ab und zu mal sehr, sehr leicht an zu regnen, aber das System will irgendwie nicht näher kommen. Ich meine, ich habe jetzt auch das aus dem System, das würde mich ein bisschen so am Arsch lecken. Aber die Punkte, wo ich da sind, sind einfach alle noch zu weit weg und sind einfach, ja, ich weiß nicht, der war extrem. Aber man hört die Donner jedes Mal, also kann es doch nicht so weit weg sein. Ah ja, das ist nordwestlich, nordöstlich vom Odenwald. Das ist die Richtung. Ausgerechnet die andere Zelle, wo besser wäre, die wo jetzt Richtung Mannheim wäre, die fängt nicht so richtig an. Da würde ich wenigstens die Linie ein bisschen besser aufnehmen können. Wenn wir vielleicht jetzt noch was mal sehen. Ah, schon wieder das System. Ja, ich glaube, ich kann jetzt mal eine Zeit lang ausmachen.
Aha, jetzt geht's dorthin. Alles in der Totenwaldhöhle und da habe ich höchstens im besten Fall mal eine Aufhellung drauf. Jetzt mache ich mal kurz aus, weil ich kenne das nämlich, wenn ich ausmache, da wissen wir ja, was passiert. So. So, auf jeden Fall. Gehe ich mal hier raus, das ist von dem Baumweg, da sehe ich etwas besser. So, das ist gut, nämlich jetzt regnet es schon nicht mehr. Und dann kann ich jetzt noch. Und jetzt einmal bei mir. Ja, nur jetzt sind diese Blitze, wo ich hier aufhöre, die sind, was jetzt hier kommen. Die kann man eigentlich bis jetzt in die Sonne drehen. Die sind bestimmt groß irgendwo, aber für mich zu weit weg. Doch, bei mir sind sie relativ groß. Die sind jetzt mittlerweile sind sie etwas weiter entfernt. Von 12 Kilometer auf 15 wieder zurückgegangen. Ja, da sieht man ja schon, dass das System abkackt wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht. Also ich habe auf jeden Fall ein paar gute Bilder. Ich kann mich nicht beklagen, falls das jetzt wirklich mal Schluss machen sollte. Ja, schön. Aber ich habe bis jetzt nur Videoaufnahmen. Ich warte jetzt noch, solange diese Sonne hier im Nordosten noch aktiv ist. Ich habe ja Zeit. Morgen ist ja frei da. Da gehe ich ja Müllheim ausstellen, nachmittags irgendwann. Und da, ich weiß nicht, wie das morgen jetzt aussieht. Da teilweise ist das rein dunkelblau mit Funken. Ja. So, Dölle. Ja. Aber da davor sind nochmal 3-4 Cumulus rein, ne? Die Blitze, die gehen alle hinter den Cumulus. Da sieht man nur so und dann. Ha? Siehst du die im Dunkeln? Nee, ich sehe sie nur, wenn der Blitz da ist. Und ich sehe sie, wenn sie auf der Langzeitaufnahme drauf sind mit dem Blitz. Weil die sind nämlich da schwarz. Und der Blitz dahinter ist hell. Ja, ich muss mal gucken, ich gucke die ganze Zeit Richtung Nordosten, weil das einfach für mich näher dran ist. Oh. Aha, jetzt habe ich es lokalisiert, das von Südosten. Ja, das ist über dem Königstuhl. Sind immer wieder mal Aufhellungen zu sehen. Jetzt weiß ich, wo das ist. Ja, das ist bei mir direkt in Richtung Nordost. Aber irgendwie, ich habe schon gedacht, vor 2 Stunden oder so, damit das Teil schon über mich drüber zieht. Ich bin dann vor Panik reingeflüchtet und weil es hat auf einmal stärker geregnet, habe ich gedacht, ah ja gut, jetzt warte ich, bis das Teil kommt. Und dann war das nur eine eigene Regenzelle, die ist dann irgendwann nach einer halben Stunde kaputt gegangen. Dann habe ich gesagt, gut, nehme ich halt eben von unten auf. Und dann später habe ich gemerkt, es hört auf zu regnen. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt schleppe ich Kamera, Tasche, beide Stative und was auch immer Luft. Und dann habe ich da 20 Minuten oder 25 aufgenommen. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt hat es schon wieder angefangen zu regnen. Dann habe ich gesagt, jetzt schleppe ich wieder beide Kameras runter. Oh, der war wieder gut. Wie weit ist mein Akku? Ah, naja, den brauche ich jetzt nicht laden. Ich habe das Teil noch dabei, das ist noch genug wie voll, aber wenn ich da jetzt lade, dann müsste ich das auf mein Handy, dann müsste ich das zu meinem Fahrrad bringen und dann kann ich dich nicht mehr verstehen, weil ich jetzt hier Richtung Nordosten aufnehme und da ist ein Blick besser, wo ich jetzt gerade stehe. Wir sind so 20 Meter vom Fahrrad weg. Ja. Oh, der ist aber weit weg vom Handy. Jetzt bin ich nicht weit weg, aber wenn ich jetzt meine Batterie wieder anstecken würde, dann müsste ich die auf den Sattel legen und die Batterie auf den Gepäckträger, dann kann ich dann nicht mehr. Ach so, das Fahrrad steht einfach weiter weg, nicht das Handy. Ja. Und das ist ja das Problem. So. Wenn ich jetzt praktisch, ich muss mal abwarten, was da jetzt passiert. Das ist irgendwie draußen. Das ist einfach irgendwie zu weit weg, obwohl man die Donner hört. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Boah, da drüben sind schon wieder Feuerwehr unterwegs. Ja, die warten schon, bis die Überflutungen kommen, so wie hier in Thüringen. Ja, oder in Ostbaden-Württemberg jetzt auch welche Sachen gezeigt von dem System, das wo ich jetzt gerade aufnehme, aber bloß halt 3 Stunden vorher. Ja, da sieht man mal, dass es stark ist, aber was bringt denn das, wenn es nicht kommt?
Ich warte jetzt schon fast 2 Stunden, bis das kommt. Ah ja, ich habe ja noch nicht weiter gesagt. Ich habe ja unten dann noch aufgenommen, dann nochmal vielleicht 40 Minuten oder so. Dann habe ich gemerkt, jetzt regnet es wieder nicht. Jetzt habe ich halt wieder die 2 Stative und 2 Kameras wieder nach oben geschleppt und die Kameratasche gleich unten gelassen, als wenn es wieder mal anfängt zu regnen, damit ich nicht so ganz so viel zum Runterschleppen habe. Aber jetzt nehme ich wieder von oben auf. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch einen Arsch hat, weil die Zelle wird wahrscheinlich sowieso nicht durchhalten, weil die Energiewerte werden jetzt weniger. Und ich weiß nicht, wenn der Tag hell ist, dann glaube ich nicht, dass das die ganze Nacht durchhält. Also. Boah, der war jetzt hell Richtung Nordosten. Boah, ich weiß gar nicht, das sind alles Flächenblitze, aber die, wenn man da reinguckt, da ist es gleißend hell. Ja, ich weiß, ja, deinen habe ich ja auch gerade eben gesehen. Da kann ich reingucken, dann sehe ich 2 Sekunden nichts. Weil so hell sind die. Aber es bringt mir nichts, wenn es nur Wolkenblitze sind. Dass Wolkenblitze so hell sein können. Naja. Ich glaube mal, dass das Linienblitze sind, nur die sieht man wahrscheinlich jetzt gerade noch gar nicht. Ja, bei mir sind sie hinter der Cumulus. Die Cumulus da davor werden immer größer. Und was ist, wenn. Boah. Wo war das jetzt wieder? Das war mein System, den habe ich gerade drauf. Ja, da habe ich nur eine ganz leichte Aufhellung gemerkt. Aber der war wirklich schon massiv. Ich habe mich gerade umgedreht. Ich habe meinen ganzen Schatten schon gesehen. Ich nehme jetzt mal Richtung Nordosten wieder auf. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist einer dabei. Ich habe einfach eine Intervallaufnahme und dann tue ich die restlichen Bilder rausschmeißen, die ich dann nicht mehr brauche. Ja, ich lösche die mal nebenbei. Nebenbei, wenn jetzt nicht viel passiert, dann lösche ich die gleich, die wo nichts sind. Da brauche ich das jetzt extra noch machen. Jetzt tröpfelt es wieder ganz, ganz leicht, aber ich glaube, der wird jetzt auch schon bald wieder vorbeigehen. Da drüben sind Richtung Odenwald ein paar Fallstreifen, da sehe ich gar nichts mehr. Richtung Nordwesten. Und ja? Ja, also Richtung Odenwald oder was auch immer die Richtung ist gar nichts mehr. Da ist alles mit Fallstreifen und Horizont sehe ich da nichts. Aber Richtung Osten hat sich das schon wieder aufgemacht und Richtung Norden. Also das heißt, bei mir ist kein Regen. Das hört sich aber nicht gut an, wenn jetzt in meiner Richtung Fallstreifen sind, also Richtung Odenwald, Nordwesten. Also das ist, Ich sehe zumindest die Nachbarstadt nicht mehr. Na gut, das ist ja nicht bei mir, das dauert ja noch. Vielleicht zieht auch zwischen beiden durch, aber vielleicht wegen diesem Regen siehst du auch die Blitze da nicht. Das kann auch sein, dass ich die Blitze auch im Nordosten wegen dem schlechter erkenne. Ah ja. Die sind zwar manchmal gleißend hell, aber ich sehe da nichts wie eine Aufhellung. Also das ist ja das Schlechte. Ich weiß nicht, ob die Zelle direkt auf mich zuzieht, weil vorhin halt Mittag so die Zelle, die bildet sich ja auch so etwas so ungefähr in die Richtung. Aber nur war die etwas weiter nordwestlich und die ist dann an mir vorbeigezogen. Und die ist jetzt etwas weiter nordöstlich. Und wenn die genauso zieht wie das von heute Mittag, dann müsste das Ding eigentlich nicht voll treffen. Das ist das Problem, du weißt ja nicht, wohin die ziehen. Selbst wenn ich die Niederschlagsradar-Dingens öffne, der mir vorhersagt, von wo das ganze Zeugs kommt, dann sagt er mir einmal, das kommt von Südosten, dann sagt er mir, das kommt von Nordosten, dann sagt er mir, das kommt von Süden, dann sagt er mir, das kommt von Nordwesten und da kannst du alles vergessen. Ja, okay. Und was soll ich davon halten, von sowas? Ja, keine Ahnung, ich fotografiere jetzt noch mein stationäres System. Aber das scheint jetzt irgendwie ein bisschen weiter weg gehen zu wollen. Ich weiß nicht warum. Was geht es wohl in welche Richtung? Ja, keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal, wie weit das weg ist. Moment. Oha, hier fängt schon wieder langsam an zu pötzeln. Scheiße! Der war jetzt nicht doof, genau die Pause drin, da war wieder der Blitz. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das war jetzt mal Linienblitz Richtung Nordosten. Und ausgerechnet, da war jetzt die Pause. Das System ist 10 Kilometer von mir weg, aber das war jetzt. Ja, von dem habe ich jetzt die Aufhellung gesehen Richtung Osten. Richtung das war aber jetzt auch ein Linienblitz, ne? Hä? Das war bei mir auch ein Linienblitz. Ich habe den gerade eben aufgenommen.
Oha. Das habe ich jetzt gesehen, Richtung Nordosten war das, Osten, Richtung Neckargemünd, Richtung Neckartal, genau zwischen Neckar und, also da, wo der Neckar entlang geht. Da in die Richtung war das jetzt. So, jetzt habe ich mal das Intervall ein bisschen erhöht, weil es ja schon dunkler geworden ist. Ich mache auch kein Intervall, ich mache einfach jetzt mal momentan 30 Sekunden ISO-Werte 100. Und manchmal kommen so helle dann, wenn ich jetzt die ISO-Werte höher schraube, dann kann es sein, dass alles überbelichtet ist, wenn da hinten was kommt. Also jetzt donnert es wieder Richtung Weinheim, also ich weiß auch nicht, also das will mich jetzt komplett verarschen, das Ding. Ja, bei mir donnert es auch schon seit anderthalb Stunden. Aber das Blöde ist, jetzt fängt es wieder an zu nieseln. Ja, bei mir ist auch ab und zu mal Nieseln und dann ist nach 5 Minuten wieder weg. Jetzt gerade hat es wieder mal 2, 3 Tröpfchen auf mich drauf gemacht. Blöde ist halt, wenn ich hier aufnehme und es fängt stärker an zu regnen, kann ich wieder Richtung Nesel fahren. Und dann sehe ich das Teil nicht, weil ich dann wieder, weil alles wieder hinter mir ist. Und dann fahr ich halt Richtung Rewe, ist halt ein bisschen länger. Ja, Richtung Rewe, ja. Dann habe ich aber auch nur die Boah. Teile ganz flach drauf, weil die momentan ja jetzt noch recht weit weg sind. Ich weiß gerade, was überhaupt sich da tut. Irgendwie will mich das hier so an der Nase rumführen. Ja, derzeit sind 3 aktive Zellen, habe ich gemerkt. Richtung Norden baut sich die neue, die dritte auf, ne? Und so Richtung Norden bei mir, da ist eine neue. Das hat. Ja, das habe ich schon gesagt, das ist das, was bei mir schon die ganze Zeit da ist, Richtung Nee, Norden. Das andere Zeugs, das war bei dir Blitz, das habe ich ja schon öfters mal gesehen. Aber der da, der war jetzt ein bisschen neuer. Aha. Ja, jetzt donnert er auch wieder. Ich hoffe mal. Damit das Teil jetzt ja, richtig. Jetzt war wieder alles, komplette Flächenbeleuchtung. Ja, das aber ist das Neue. Ja, wo das ist, von mir aus habe ich jetzt momentan noch nicht lokalisiert. Bei mir ist das Richtung Norden, es ist neu. Mhm, wenn das von dir aus Richtung Norden ist, dann dürfte es, wenn eine Ausströmung ist, direkt auf mich zuziehen. Das stört mich nicht, ich möchte lieber im Trocknen aufnehmen. Ja, das ist ja das. Ich weiß ja jetzt, weil bei der Situation, wie es jetzt gerade ist, kann da passieren, dass es plötzlich über einem anfängt zu blitzen. Das weiß ich ja überhaupt, das weiß man ja absolut gar nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Über mir ist auf jeden Fall bedeckt. Ich kann dazu nichts sagen. Über mir ist dazu auch stark bewölkt. So vereinzelt sind so kleine Auflockerungen drin. Da sind mal wieder Sterne zu sehen zwischendrin und dann ist wieder nur Wolken. Ja. Dann nies es wieder, ich weiß nicht, und dann hört es wieder auf. Ich mache jetzt einfach 10 mm, dann habe ich ganz Norden und ganz Nordosten mit drauf und vielleicht sogar Nordwesten ein bisschen. Dann habe ich auf jeden Fall zumindest mal die Blitze drauf. Gut, 50% sind Aufhellungen und 50% kleine Linienblitze. Oh, der war jetzt wieder in Richtung Nordosten von dem alten System. Ja, das war bei mir in der Richtung, aber das war etwas weit weg. Ich weiß nicht, eigentlich kann ich jetzt mal ausschalten, weil das ganze Aufnehmen bringt dir jetzt gar nichts. Das ist so undefinierbar. Das kommt ja eigentlich, das sind eigentlich Aufhellungen, die wohl von überall, von Nordost bis Südost kommen. Ja, jetzt war eigentlich Ost, direkt Ost war jetzt eine. Ja, den habe ich gesehen, der war Richtung Nordwest sogar fast. Aber ich kann jetzt eigentlich dieses Aufnehmen erstmal aufgeben eigentlich, weil man das jetzt gar nicht definieren kann. Das ist sowieso alles, das kann man gar nicht erkennen auf dem Display manchmal, weil die so weit weg sind. Und, man weiß nicht. Ja gut, aber wenn du aufgibst im Prinzip, dann, boah, da war jetzt wieder ein bisschen stärker. Da scheint jetzt öfters mal was zu sein. Ja, das ist das bei mir Richtung Norden. Das ist das Neue. Wenn das so weitergeht, dann muss ich umstellen, dann muss ich auf die andere Seite vor. Aber irgendwie komisch, da zieht gerade eine schwarze Wolke über mich drüber. Die ist sehr tief hängend, weiß ich jetzt nicht. Nicht damit sich da plötzlich irgendetwas ausbildet. Ja, genau. So leckst du mich am Arsch, du Scheißpeil. Jetzt habe ich ausgeschaltet und dann kommt ein Linienblitz Richtung Nordosten. Genau. Jetzt probiere ich seit 10 Minuten. Ja? Seit genau 10 Minuten. Und dann passiert nichts. Und dann schalte ich einmal kurz aus. Jetzt donnert's wieder. Jetzt
Schon wieder Richtung Osten. Oh oh, ich glaube, das Teil kommt aber nämlich. Das kann ich jetzt nur als Aufhellung definieren, als mehr nicht. Also bei mir ist das jetzt nur noch, warte mal, ich gucke jetzt mal kurz. Die sind halt alle zu weit weg. Die kann ich nicht aufkriegen. Die sind zwar irgendwo, man sieht, dass was ist, aber das ist zu weit weg. 8 Kilometer Richtung Nordosten ist das bei mir. Ich schalte jetzt mal aus. Geh, leck mich am Arsch her. Das ist direkt über Moosbach. Moosbach, ah ja. Dann ist es die Richtung. Ja, dann ist verwundert mich jetzt noch. Ah, jetzt weiß ich, ja, genau. Ich habe 10 da Richtung Neuri. Das ist genau im Neckartal drin. Ja, würde ich auch sagen. Donnert sogar. Bei mir donnert es auch von dem Ding. Ja. Boah. Sogar laut. Oh, schon wieder. Hey, was war denn das jetzt? Einer Richtung Nordwesten, einer Richtung Südosten. Nordwesten? Was ist jetzt denn los? Ich mache mal die F4,5 rein, weil das 6,3 ist ein bisschen zu dunkel. Kann das jetzt auf einmal Richtung Nordwesten sein? Naja, ich weiß auch. Das will mich halt komplett am Arsch lecken. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich ihn aufnehmen soll. Weil jetzt ist es Richtung Osten und dann auf einmal war jetzt ein Fetter Richtung Nordwesten. Ja? Ich weiß gar nicht jetzt eigentlich, was ich machen soll, in was für eine Richtung. Sag mir jetzt, in was für eine Richtung? Lol. Ich habe ja im Prinzip eine vorgegebene Richtung und die decke ich mit 10 mm ab und die ist von... Aber ich kann nicht alle Richtungen, Richtung Nordwesten, Richtung Nordosten, Richtung Südosten, Richtung Osten, ich kann das alles abdecken. 10 mm theoretisch gesehen wird gehen, aber das ist ein bisschen klein. Ja. Aber wenn ich die 10 mm, wenn ich das Langzeitweitwinkel drauf tue, dann habe ich jetzt nur sowieso, ich habe jetzt mit normalen 50 mm schon nicht viel Großes drauf. Was soll ich denn da erst mit dem Weitwinkel drauflegen? Ja, doch, da war schon ein bisschen. Ich steck mich jetzt, das ist das Handy wieder in die Tasche. Ich steck jetzt mal da Richtung die andere Seite da drüben. Da scheint mehr zu sein in Richtung Osten. Der war ganz, ganz dunkel bei mir. Doch, jetzt rumpelt's wieder. Oh. Den habe ich drauf. Aber von dem Scheißteil sehe ich genauso gut nur Wolkenblitze. Doch, das war bei mir gerade ein Dreifachlinienblitz. Für mich war es ein Dreifachwolkenblitz. Muss man sich mal vorstellen, Dreifachwolkenblitz, ja! Oha, wieder eine Wolkenblitz. Der war ganz weit weg Richtung Norden. Ja, der war bei mir näher. Aha, okay. Ich nehme jetzt einfach nochmal auf, da scheint sogar eine Auflockerung drin zu sein. Nee, das ist bei mir absolut nichts mehr. Boah, jetzt hat er mal dumpf gedonnert Richtung Nordosten her, alter Flappe her. Boah, das war nochmal ein Zweifachlinienblitz. Ja, weiter noch. Weißt du was? Die Frau, die wurde aufgenommen hat, ne? Die ist von Heidelberg. Ja, da nehmen sie auch Gewitter auf. Da ich sage, ja, also, ich nehme auch Gewitter auf da. Ich habe da gerade auf dem Radar geguckt, die Sonne ist recht intensiv, da wo es noch geblitzt hat, ne? Ja, ich habe, und später hat sie gesagt, sie fährt jetzt Richtung Südwesten. Da habe ich gesagt, also nur Richtung Südwesten würde ich jetzt nicht fahren. Ja. Lol, was weiß ich, was man da im Südwesten aufnehmen würde? Ja, Himmel mit Sterne. Richtung Südwesten waren bei mir. Ja. Da habe ich gesagt, kann sein, dass das System gleich tot ist. Ja, ich habe gesagt, naja, wenn das der Fall ist, dann fährt sie, wenn das tot geht, fährt sie Richtung Osten. Oha, Richtung Nordwesten drin.
ganz starker. Den habe ich auch gesehen, aber der war ganz, ganz weit weg. Der war jetzt gut, der war richtig hell. Lol, jetzt hat es mal wieder zwei, drei Tröpfchen runtergetröpfelt. Deswegen bin ich am Arsch lecken. Wenn ich Richtung Osten aufbaue, dann ist das weniger, dann ist im Nordwesten mehr, dafür im Nordosten. Wenn ich das hin mache, ist im Osten mehr. So langsam geht mir das am Arsch her, ehrlich. Wenn es mich so verarscht. Ja, das war nochmal. Warte. Das war, ich gucke jetzt mal kurz, auf jeden Fall, das war ein Linienblitz. Nein, also von mir hat man das nur wie ein Waldblitz gesehen, Richtung Osten. Eins, zwei, das waren sogar vier Linienblitze, habe ich auf dem Foto drauf. Ja, hast du das Bild gesehen von mir, wo ich aufgenommen habe am Samstag mit vier Kopf? Ja. Wo der Eike wieder gesagt hat, sowas nimmt er ja noch nicht mal auf, so echt ein Flacker. Da hab ich gedacht, ja, so kann ich nicht auch machen, hab ich gedacht. Da hab ich dann eingeschrieben. Das kann jeder machen, so wie er will. Der muss das nicht machen, so wie du das sagst. Lol. Ja. Ja, bei mir hat er da auch kommentiert. Ja, das ist ja nur das Lacker, das nimmt ja noch nicht mal auf. Aha. Oh, aber ein starker wollte ich nicht. Der war auch wirklich hell. Ja, war aber nur ein Wolkenblitz. Ja, der war hell, den habe ich sogar trotzdem gesehen. Ja, das war gerade wieder einer. Der war sehr, sehr weit weg, den habe ich hier nicht mal richtig registriert. Meine Kamera hat gar nichts registriert. Das war aber auf der Linie bis Richtung Nordosten. Ja, jetzt deine Meinung, was soll ich jetzt aufnehmen? Richtung Osten oder Richtung Nordosten? Kommt drauf an, was näher bei dir ist. Also ich nehme hier die ganzen Linienblitze in Richtung Nord. Also Richtung Nordosten weiß ich, dass der Linienblitz. Und in Richtung Osten habe ich bis jetzt nur auch Wolkenblitze. Also Richtung Osten halt. Na gut, die sehe ich halt eben, die Linienblitze. Aber ich hoffe mal, damit der Regen noch da drüben etwas nachlässt, dann sind sie nämlich größer. Jetzt habe ich wenigstens gerade mal kurz zumindest mal keinen Regen. Gott sei Dank, ich habe lang genug Regen gehabt. Ich habe hier schon 25 Minuten keinen Regen mehr wieder. Aber Richtung Nordwesten sieht man immer noch nichts. Ich schalte jetzt gleich von 30 Sekunden auf Puls rum. So, das mache ich jetzt. So, jetzt ist umgeschaltet. Boah, da hat es aber gedonnert wieder. Alles donnert in Richtung Nordosten, donnert ständig. Ja. Wieder Osten, Wolkenblitz. Ich guck mal kurz nach. Jetzt werden die Systeme sowieso bald aufhören, weil jetzt ist ja schon, jetzt ist halb zehn schon vorbei. Jetzt ist 9:55. Ja, aber sonst werden die Systeme wahrscheinlich sowieso aufhören bald. Ja, man weiß nie, also ansonsten würde der DVD kein Warndreieck draußen lassen. Aber wenn man die Brennstäte sieht, die sprechen eine andere Sprache. Die sagen, ja, noch das 21. ist noch einigermaßen akzeptabel, aber danach scheint es deutlich nachzulassen. Ja, wenn das System. Oh ja, das war jetzt aber ein Riesenwolkenblitz. Ja, den habe ich auch drauf. Ja, den habe ich drauf, aber das bringt ja nichts. Sowas. Das kann ich eigentlich fast löschen. Also Richtung Norden ist jetzt momentan auch wieder der Horizont weg. Bis vielleicht auf 5 Kilometer oder so sieht man was. Aber dein Teil sehe ich gar nicht mehr blitzen. Doch, das blitzt auch noch. Ja? Ja? Richtung Süd und Südosten sehe ich gar nichts. Komisch. Ja, total, ich weiß nicht. Du willst mich verarschen, ich weiß. Ja, genau. Du blitzt schon an, wenn ich gerade wieder umschalte. Oder wenn, dann gar nichts.
Ja, und dann donnert es wieder und nie weiß ich von wo. Es donnert wieder und nie weiß ich. Also das Ding will mich wirklich verarschen, glaube ich. Doch einmal in richtig fetter Linie bis zum Odenwald. Komm, da habe ich wenigstens keine Strommasten drauf. Nein, das muss doch mal möglich sein. Ja, klar, jetzt muss ich ausschalten. Das war jetzt wieder das andere System, ne? Richtung, bei mir war es Richtung Osten, fast Südosten. Jetzt donnert's wieder. Das war genau da über die Berge, wenn ich Richtung Osten gucke. Naja doch, aber bei mir ist der Blitz gerade Richtung Heilbronn runtergegangen und das ist Südosten von mir. Vielleicht war das gleichzeitig und hab das gerade mit registriert. Ja, das war auch noch ein Linienblitz. Den habe ich aber nicht drauf, weil ich nicht in Richtung Südosten aufnehme. Dort ist ja gar nichts. Das ist ja nur Richtung Nordosten was. Ja. Ich habe es mir legen, jetzt mal wieder kurz aufzuholen, sondern noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann kann ich wieder ein bisschen Akku sparen. Ja, gut. Okay. Alles klar, ich melde mich dann später wieder, wenn es wieder etwas mehr losgeht. Oha. Das ist ein Ja, wieder Wolkenblitz. Ach du Scheiße. Niederschlag, 90%. Lol, Niederschlag 2 Kilometer entfernt. Und ich bin im Trockenen. Ja, okay. Oh. So. Abzug, 1.25 Uhr, okay. Ja. Ich weiß, wir machen so, wir legen jetzt mal kurz auf. Ich melde mich dann später nochmal. Mal sehen, vielleicht wird es noch etwas besser. Dann rufe ich wieder an. Ja, gut, dann denke ich mal bis später. Okay, alles klar, bis später. Gut, und tschüss. So, meine Damen und Herren, wir nehmen derzeit in Richtung Nordosten auf. Das System möchte immer noch nicht näher kommen. Die Zelle ist inzwischen nur noch 8 Kilometer von uns entfernt. Der Regen kommt bis auf 2 Kilometer zu uns nach vorne. Also da hinten Richtung Zimmerhof wird schon die Sicht deutlich schlechter, aber hier ist noch kein Regen. Die Zelle ist relativ stationär. Und wenn sie zieht, dann zieht sie ganz, ganz, ganz leicht in Richtung Nordwesten. Oder sogar schon fast Richtung Westen. Ich meine, es zieht hier eh vorbei. Ja. Der Akku hat jetzt noch 32%. Sollte ausreichen für die heutige Gewitterlage. Ich meine, es dauert ja noch bis vielleicht 0 oder 1 Uhr. Und es sind Uhr. Ungefähr noch 2 Stunden oder höchstens 3. Oha, oha. Eigentlich sollte es laut Niederschlagsradar direkt über uns regnen, aber es tut's nicht. Das System hat in UEZ die Warnstufe rot. Ansonsten im DWD hat das System die Warnstufe orange, Deutscher Wetterdienst, Vorabinformation, was soll denn das? Aufhebung der Vorabinformation. Boah, jetzt blitzt es auf einmal wieder in die Richtung, ne? Akutwarnung gültig von 21 Uhr 58 bis 0 Uhr. Okay. Ja. Ja. So ist das doch gar nicht mal so schlecht, ne? Oh.
Weil früher, vor einer knappen Stunde, waren die Blitze doch etwas besser. Schade nur, damit ich da wegen diesem billigen Reden gleich sofort abgehauen bin. Hätte ich 10 Minuten im Reden noch weitergemacht, dann wäre ich wieder im Trockenen gewesen. Naja, aber man kann so etwas ja nie vorher wissen. Das war aber ein sehr, sehr schwacher Ohr. Der war ein bisschen stärker. Nehme ich halt einfach wieder die ganze Richtung auf und fertig. Testfoto. So, jetzt. Ja, sieht gut aus. Jetzt gucken wir noch mal, wo jetzt das Gewitter ist. Heberbach. Moosbach Richtung Norden eigentlich. Aber da blitzt es nicht. Hä? Das System ist jetzt boah, hey, damit die so viel im Wetterchat schreiben. Wir beobachten gerade mal 2 Stunden Gewitter oder noch ein bisschen mehr. Und da war jetzt wieder die Richtung. Aber es kann eigentlich nicht sein, das ist in Nordosten. Und von wegen Regenradar Vorhersage stimmt. 4 Stunden lang Gewitter, ja gut. Das Gewitter hat mich noch nicht mal erreicht. Selbst 2 Stunden nachdem das überhaupt da ist. Ganz vergessen. Das ist das. Über uns ist derzeit Stratus, sogar relativ heller. Aber interessanterweise regnet es nicht, das wundert mich. Obwohl das Gewitter laut Blitzortungsinformation 8 Kilometer in Richtung Norden wäre. Boah. Aber da war auch von Richtung Norden bis Richtung Osten. Alter. Guck dir das mal an. Mit F4,5. Das ist doch ganz dunkel. Keine Ahnung, wie das mit 640 aussieht. Ja gut, machen wir 640. Das sieht zwar schon ein bisschen heller aus. Ich meine, ein paar gute Blitzbilder habe ich ja schon. Übrigens, meine Damen und Herren, das ist derzeit das 7. Gewitter im Jahre 2014. Das erste Gewitter war am 4.4., das zweite in der Nacht vom 7. auf den 8.4., das dritte war am 25.4. gegen 16 Uhr, hat bis 18 Uhr gedauert, das vierte war am 25.04. wiederum von 20.50 Uhr bis 22.30 Uhr. Ja. Das fünfte Gewitter war am 26.04. gegen
22.30 Uhr bis 23.30 Uhr das fünfte Gewitter. Das sechste war von 0 Uhr bis 1 Uhr nachts. Das siebte Gewitter haben wir jetzt heute am 30.04. Und zwar nämlich von, wann hat es überhaupt angefangen? 20.30 Uhr rum, 21 Uhr. Nee, 21 Uhr nicht mal. Ich meine, wir filmen jetzt schon fast 2 Stunden. Boah, fett. Fast 2 Stunden filmen wir schon. Also das heißt, es hat angefangen um 20 Uhr und dauert jetzt momentan noch an. Das Gute ist, morgen haben wir auch noch eine Gewitterlage. Dann muss ich sogar morgen Vormittag die Blitze von der Zelle 5 und Zelle 6, die wo vor 3 Tagen waren, rausschneiden, damit wir das die Speicherkarte auch löschen können für morgen. Ich meine, natürlich können wir auch noch hier auf diese aufnehmen, aber das wird halt etwas schwierig. Oha, der Akku hält noch 2 Stunden 27 Minuten. Sollte vielleicht noch reichen. Keine Ahnung, das sieht von noch durchsichtiger Langzeitaufnahmen von Süd nach Nord. Nee, geht nicht mal. Südost nach Nordwest. Eher. Nö. Auch nicht von Ost nach West. Das stimmt, ja. Mal wenn ich diesen blöden Husten mal endlich wegkriegen würde. Den habe ich mir nämlich bei den Prüfungen der Technischen Oberschule eingefangen. Wegen der Klimaanlage. Und bis heute ist er noch nicht mal weg, obwohl schon über 20 Tage ist. Das ist nämlich sehr, sehr nervig. Ja. Morgen haben wir den 1. Mai, das ist ein Donnerstag und besser sollte ich sagen ein Feiertag. Da haben wir sogar frei. Ja. Und morgen sind wiederum auch Gewitter möglich. Und zwar nämlich etwas intensiver als heute. Also, ich meine jetzt öfters auftretend, lässt sich natürlich auf einen schlechten Deckel hinschließen. Oh, der war gut. Jetzt möchte ich mal gucken, wo der war. Ja doch. Richtung, warte mal. Ja, machen wir mal so. Weil ich kenne das, wenn ich jetzt hier draufklicke und so weiter. Intervallaufnahme einstellen. Automatisch. Dann in dem Moment kommt nämlich ein Blitz, deswegen möchte ich den noch manuell aufnehmen. Das machen wir jetzt auch noch kurz. Aha. Ein bisschen Regen ist momentan sehr, sehr leicht. Ja gut, jetzt kann ich es eh wieder selbst manuell einstellen. Wobei die Beleuchtung da unten kommt mir ein bisschen zu stark raus, muss ich sagen. Ach komm, ich warte jetzt einfach, bis noch mal ein Blitz bekommen ist. So. Ja gut, jetzt waren wir mal am 1. Mai stehen geblieben, da ist nämlich morgen. Da wird mehr Niederschlag gerechnet, das heißt, die Gewitter. Boah, perfekt, perfekt. Stopp. Jo, jo. Nö, mach mal die ISO mal ein bisschen runter. Nö, ich lass mich jetzt nicht verarschen. Ich hol da gleich einen Regenschirm her.
Und dann warte ich 5 Minuten, dann ist es der Regen wieder weg. Moment, bis gleich. Lass mich nicht das so schnell verarschen, weißt du das? Ah, stopp. Ich möchte jetzt mal gucken, was das für ein Blitz war. Ja, geht eigentlich sogar. Ein Wolkenblitz war das. Ja, macht ja nichts. Eigentlich bekomme ich auch mal so langsam Hunger. Ich wäre mal relativ froh, wenn das System langsam kaputt ginge. Aber so wie ich es kenne, wird es bestimmt wieder bis 11 oder bis 0 Uhr andauern. Und dann meckern wieder mal die Eltern darum, warum ich so ewig auf dem Dach rumgammel. Das ist ein Scheißdreck. Momentan hat das System 12 Blitze. Oh, der war schon ein bisschen größer. 12 Blitze pro Minute auf dem Voltec. Ne? Ja, kann man noch ein bisschen darüber drehen. Dann passt das schon besser. Wichtig ist, damit ich den Regenschirm höher halte, damit er nicht mit aufs Bild drauf kommt, wenn der Blitz kommt. Ne? So. Gucken wir mal Blitzwarner, Blitzausdrucksmonitor. Nördlich 10 Kilometer, nordöstlich 15 Kilometer. Aha. Dem sein System lebt immer noch herum. Ne? Schauen Sie mal, was für ein billiger Regen das ist. Oha. Da drüben war ja der ganze Horizont weg. So. Das wird ja mal wieder ein Geschäft sein. Zum Glück ab dem 3. Mai sind derzeit noch keine Lagen in Sicht. Bis zum, ich weiß gar nicht mal wie lang. Ich glaube bis zum 9. oder 10. Mai, weiß ich nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall Fakt ist, da wird es noch mal kälter. Am 3. Mai ist sogar Bodenfrost möglich. So. Was war denn das? Facebook. Tobias Mieseler hat etwas in die Sturmjagdsaison 2014 gepostet. Ja. Hä? Ah, da ist es. Gut. So. Sehr schön. Jo. Blitzt zwar eigentlich noch relativ gut, muss man sagen, im Vergleich zum Gewitter 5 und 6, die war am 26.04. da waren. Gut, das ist ja noch nicht so sehr spät. Aktuell haben wir, Moment, guck mal kurz nach, 10:15, also exakt 22.15 Uhr. Und ja, die Gewittervorwarnungen der Unwetterwarnzentrale sind bis 0 Uhr gültig. Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor schweren Gewittern aufgehoben. Vorwarnung, also das Warndreieck. Das war ursprünglich bis 4 Uhr nachts gültig. Boah, da war wieder gut. Aber jetzt hat er es aufgehoben. Das
heißt, wir gehen mal davon aus, dass die Zellen heute bis 0 oder 1 Uhr nachts gehen. Und ja. Also ich bin gespannt, was der morgige Tag hergibt. Am Morgen kann ich allerdings nicht so sehr lang beobachten, weil am Freitag muss ich ja nicht wieder um 5 Uhr morgens raus. Das ist sehr fraglich. Weiß ich gar nicht mal, ob sich das überhaupt lohnt, weil ich habe nur 2 Stunden Unterricht und es ist erst um die 2. Stunde und dann um 9.05 Uhr schon Schluss. Dann kann ich wieder heimfahren. Bin ich um 11 Uhr zu Hause. Klasse. Das hat sich ja voll gelohnt. Da schlafe ich lieber bis 11 Uhr und dann habe ich genau den gleichen Tag. Überlege ich mir noch. Boah. Der ist schon ein bisschen größer. Ja. Ja. Es regnet nur eigentlich sehr leicht. Ich meine, wenn es jetzt wirklich anfangen würde, schauerartig mit Sturmböen oder was auch immer zu regnen, dann würde ich sagen, bauen wir nach unten ab, aber so, ne, oha, der war gut. Jetzt tue ich mal die 125 Nachrichten kurz durchlesen. Das lese man nicht mal durch. Videokamera. Das sah doch relativ gut aus.
Lol. Wo war denn der jetzt? Endlich wurde die mal auch entfernt. Lol. Lol. Ja. Also, wenn wir jetzt gerade schon das Internet anhaben, dann können wir doch gleich mal nachgucken, wo das System sich momentan befindet. Einen Moment bitte, Informationen kommen gleich. Das System befindet sich momentan 10 Kilometer in Richtung Norden. Ja. Beziehungsweise 11 Kilometer Richtung Nordwesten. Das heißt, das Blickfeld müssten wir dann langsam auch mal drehen. Aber noch ist es Richtung Norden. Da sollten wir uns keine Gedanken und Sorgen machen. Über Mikrofon, der Kamera ist ja noch einiges. Da drauf, bisschen abwischen. Blöd, damit sie die Mikrofone genau oben drauf gemacht haben, damit da auch das Regenwasser reinkommt. Typisch Panasonic. Früher im Jahre 2004, der alte Tempo, da war das Mikrofon wenigstens vorne und da hätte es nicht reinfließen können. Ja, das System scheint aber jetzt immer weniger und weniger Blitze zu machen. Einige gute sind auch mit dabei. Aber wenn es, zum Beispiel der hier. Alter, aber die sind schwach im Vergleich zu dem anderen, ne? Muss man die ISO wieder höher machen. Ich meine, ja, sollte eigentlich funktionieren. Kein Problem, kein Problem. So, jetzt drehen wir mal die Kamera ein bisschen weiter Richtung Norden. Der Regen ist derzeit mäßig, aber es ist relativ gut auszuhalten hier. Ich meine, es ist kein Starkregen und das Gewitter ist ausreichend weit entfernt. Das ist 10 bis 20 Kilometer Richtung Norden. Ich meine, warum soll ich jetzt reingehen? Das System geht ja jetzt eh demnächst kaputt. Dann können wir auch gleich vollständig beenden, den Film. Dann lasse ich den Laptop diese Nacht einfach den jetzigen Film bearbeiten, damit wir morgen dann auf frischer Tat erneut zugreifen können. Also, man kann sich nicht beklagen über die Saison 2014. Tschu, der war gerade Richtung Südosten, ne? Oh, der war aber groß. Akku hält nur noch 2 Stunden und 10 Minuten, das geht eigentlich. Gut, dass ich hier einen Regenschirm genommen habe. So können wir immer noch ein paar Blitz aufnehmen. Und das sind ja fast alles Wolkenblitze. Der eine oder andere ist noch ein Linienblitz mit dabei. Ja, ich weiß, das wird wieder viel Arbeit sein für mich, morgen rausschneiden. Donnert immer wieder mal. Gewitter in Sektion A. Komisch, damit er nicht mehr schreibt. Keine Ahnung. Ich habe nur noch 20 MB frei, dann ist mein Internet vielleicht schon gedrosselt, weiß ich gar nicht mehr. Ja.
mir jetzt auch egal. Den morgigen Tag ziehe ich noch und dann Freitag wird vielleicht auch gedrosselt sein. Ist mir egal. Ich meine, die Informationen kommen ja so oder so rein. Der einzige Unterschied ist, damit man noch ein bisschen länger warten muss. Aber dafür hat man ja auch den Akku. Ah, jetzt weiß ich, warum der Camper da immer wieder nass wird. Und zwar nämlich, weil davon stellen wir den mal ein bisschen zurück. So in etwa. Boah. Ah, da gebe ich den mal rein. Nochmal die Mikrofone abwischen. Dann das da oben nochmal. Dann das Display. Dann haben wir gleich drei Sachen Platz unter dem Schirm. Ich, der Camcorder und die Kamera. So muss das sein. Und so und nicht anders. Es ist aktuell 22.28 Uhr. Der Akku hat 28%. Mensch, so viele 28er. Boah, wow, das war ein Linienblitz mal zur Abwechslung. Puh, aber der war sehr, sehr weit weg. Also ich würde jetzt sogar wieder den Zoom in vollen Anschlag nehmen. Und selbst da... ja, das sollte in etwa passen. Ich meine, den Rest nehmt ihr den Camcorder auf. Erstmal machen wir Testaufnahme. 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 Achso, das sind Regentropfen. Ups. Das mal kurz. Stimmt, die Tempos habe ich ja irgendwo da drin liegen. Ich muss mal kurz den Regenschirm auf die Kamera legen. So, nein, hat es nicht geschafft zu halten. Wenn ich so herum mache, dann deckt es den Camcorder ab. Böse, böse, böse. Ich muss mir kurz überlegen, wie ich das am geschicktesten machen soll, nämlich. Lol, jetzt hat es gerade Richtung Südosten geblitzt. Will da etwa was Neues entstehen oder so? Keine Ahnung, wie ich das hier mache. So, damit beide Camps am besten geschützt sind. Ach, oder wissen Sie was? Ich will jetzt die Cam hier rüber drehen. So. Mach ich kurz hier die Jacke auf. Dann wird von dem mal gewischt. Jetzt muss ich aufpassen, dann runter machen. So. Boah. Alter. Ach nee, jetzt egal. Bleibt es halt eben da unten. Und anschrauben. Aber, na gut. Unten geht eigentlich auch. So. Testaufnahme. Testaufnahme erfolgreich. So. Und Start der Intervallaufnahme. So, jetzt würde ich mal gerne kurz. Au, 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 au. Meine Haare. Yes. Zieh. Mit einer Hand den Reißverschluss hochzumachen, ist schon eine Kunst. Vor allen Dingen bei dieser Jacke, die wohl hier schon mindestens 6-7 Jahre alt ist. Wir probieren es jetzt nochmal. Ah, schon wieder die Mikrofone. Na?
wieder das Wasser abwischen von überall. Auch da drüben. So, das System geht jetzt langsam, aber sicher den Bach hinunter. Wird ja auch langsam mal Zeit. Ich habe nämlich Hunger. So. Gucken wir jetzt noch einmal. Aha. 16 Kilometer nördlich. Also sehr, sehr schwach eigentlich ausgeprägt, muss man sagen. Juhu! Wo kommt denn der Wind her? Moment. Ich muss mal kurz den Regenschirm in die Richtung halten. Meine Damen und Herren, wir warten jetzt wahrscheinlich noch 5 Minuten oder so. Aber ab dann sehe ich es auch ein, damit die Aufnahmen langsam keinen Sinn mehr machen, weil es einfach einen Tag. Der Regenschirm klappt ja schon fast nicht. Ach nö. Überprüfung der Aufnahme. Sieht eigentlich relativ gut aus. Noch mal 6 Sekunden für über das ganze System mit 10 mm. Ich hoffe, dass mein Schirm jetzt nicht reinkommt. Egal, machen wir mal ein paar 10 mm Objektiv Aufnahmen, weil einfach aus dem Grund die Blitze doch etwas Flächenblitze sind. Und jo, was schreibt mir da schon wieder ein WhatsApp? WhatsApp? WhatsApp. So, das ist da hinten. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt auch nicht mehr allzu lange, weil das Ding hier bekommt auch nur noch so gelbe Kästchen. Und gelbe Kästchen heißt im Prinzip, damit es kaputt geht. Ich meine, wir sehen es ja auch live, damit es kaputt geht. Ansonsten vielleicht jetzt noch 5 Minuten. Dann würde ich sagen, damit man den Film abschließen. Und aber irgendwie hatte ich es bis jetzt bei jeder Dokumentation so. Am 4.4. Wann war die nächste? 24.4. Ne, 25.4. Am 26.4. An diesen 3 Dokumentationen, die ich bisher gemacht habe, hatte ich jedes Mal gehabt, wo ich habe gesagt, so, jetzt machen wir mal Schluss, aber dann Maus hat sich doch wieder eine neue Gewitterzelle raus. Ja, so ist halt eben das Leben. So ist halt eben 2014. 2012 war, wenn es fertig war, dann war es halt fertig. 2013 war, es hat nicht mal angefangen. Und 2014 war, wenn es fertig ist, ist der Anfang da. Das ist halt blöd. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir warten jetzt nochmal einen Blitz ab. Den letzten Blitz. Den letzten Blitz vielleicht für heute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht für das Jahr 2014. Weil da wird ja noch so einiges kommen. Vor allen Dingen, ab morgen startet ja die Hauptsaison. Der 1. Mai ist ganz groß und berühmt. Wird gut gefeiert. Und die Hauptsaison, die geht dann bis zum 30. August. Und ab dem 1. September her kann man sagen, ist wieder Nebensaison bis Mitte Oktober oder vielleicht sogar Ende Oktober. 2013 hat es ja gezeigt, damit Ende Oktober noch was möglich ist. Und ansonsten, ja. Oder ich würde die Hauptsaison sogar noch bis Mitte September gehen lassen. Die letzte schwere Gewitterlage oder kräftige auf jeden Fall ist so um den zwischen dem 9. und dem 14. September, um höchstens 16.
Und dann werden die. Oh, Alter, du Scheiße. Der war aber sehr dicht. Oha. Ja, das war auch ein Wolkenblitz, ne? Mit 10 mm überall alles hell, ne? Heftig. Intervallaufnahme werden gestartet. Ja, jetzt werden die Blitze langsam seltener, aber dafür auch kräftiger. Das Gute ist, dass bei so einem Regenwetter, oder wie der Deutsche sagt, Alter, Mama, das war, glaube ich, der Schlag des Todes von dem System. Naja, gut, was ich jetzt sagen wollte, das Gute ist, dass bei so einem Regenwetter, oder wie der Deutsche auch sagt, Sauwetter, sich niemand mehr auf den Balkon setzt, weil meistens, wenn die Gewitterzellen gerade erst noch kommen, oh, cool, der Regen hat hier nachgelassen, da können wir ja auch den Schirm zusammenklappen. Und pui. So, dann können wir den Schirm hier auch mal zusammenklappen, ausschütteln. Okay, gut, der hat noch nicht ganz nachgelassen, aber ich würde sagen, ich wollte jetzt, machen wir den auch mal auf. Noch ein bisschen halte ich den. In 2-3 Minuten dürfte der Regen auch vorbei sein. Also sehr, sehr viel war jetzt an Regen heute auch nicht gefallen. Blitzortung sieht nämlich jetzt momentan so aus, wie wenn es 18 Kilometer nordwestlich und ansonsten bei Lampertheim, Weinheim, sind noch ein paar Symbole mit 14 Blitze, das 22, 33, 36, 35, 30, und so. Gut, ich glaube, das wird. Das war wohl der Schlag des Todes von dem System. Sie haben ja gerade eben selbst gehört, während ich es nicht geredet habe, was für ein massiver, positiver Schlag es war, aus ungefähr 25 Kilometer Entfernung. Ja, somit würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben die Lage für heute abgehakt und ja, dann würde ich mal sagen, die Aufnahme mit dem Camcorder, mit der Kamera beenden wir jetzt hier erstmal. So. Wir haben ja jetzt insgesamt schon 5 Minuten gewartet. Ich lege nochmal kurz den Regenschirm weg, damit wir beide Stativ auf einmal nehmen können. Gleich, Moment, bin ich gleich wieder da. Sodele, haben Sie noch einen Blitz gesehen? Ich jedenfalls nicht. Und mein Blitzortungsgerät auch nicht. Dann wird wohl die Trennung kommen, aber ich glaube, die Trennung wird nicht lang sein, denn spätestens morgen wird es wieder weitergehen. Okay, gut, das war jetzt wirklich der Schlussblitz für heute. So, den haben wir jetzt nämlich auch noch mit drauf. Dann gucken wir uns das Ganze mal nochmal auf dem Blitzortungssystem an, wie das aussieht. Jetzt beginnt hier schon wieder der Regen. Oh, Richtung Süden und Südosten sind wieder neue Cumuluswolken. Irgendwie traue ich der Sache heute nicht so ganz. Krampf. Ah, yes, geschafft. Krampf. So, jetzt bauen wir hier mal die Stative wieder auf. So, dann nehmen wir mal die
Kamera auch hier wiederum runter. Machen wir den manuellen Fokus mal raus. Wow. Sieht doch schon viel heller aus. Jo. Hier sehen Sie noch einmal ein paar Daten. Und zwar nämlich, oh, meine Kamera hier ist auch ein Tropfen drauf. Das heißt, muss hier noch mal kurz abwischen. Am besten das komplette Objektiv. So. Und wenn ich die Kamera und die Aufnahme beende und aufschalte, dann ist nämlich das Objektiv geschützt. Deswegen geht das nur bei Aufnahme. So, Sie sehen ja jetzt noch einmal, aktuell hat es 7 Blitze pro Minute hier. Ja. Heute haben wir 4012 Blitze registriert, davon ein neuer Rekord für das Jahr 2014, 59 starke Blitze. Neues. Das produzieren die Gewitter ja immer noch. Von diesen 4012 Blitzen haben wir 1412 Linienblitze registriert, davon waren 329 positiv und ein neuer Rekord für 2014. Die negative Blitze waren 1083. Dann Wolkenblitze 2487, davon positive 745 aktuell und negative 1745 und das ist auch ein neuer Rekord für 2014. So, dann zeigen wir Ihnen noch einmal kurz den Live-Graph ab 20 Uhr oder so hat es in etwa angefangen mit dem Gewitter. Ja. Und dabei sehen Sie, heute haben wir das Maximum mit 53 Blitze erreicht. Hier drüben ist sogar auch nochmal eins bis ganz nach oben, also wahrscheinlich auch nochmal 52. Das war allerdings schon mal besser. Und zwar nämlich am 26. oder 25. war das nämlich besser. Da hatten wir einen Rekord von 65. Also der Rekord wurde heute nicht mehr geknackt. Und ansonsten sehen Sie mal, wie hier langsam die Blitzrate sinkt. So. Zu den Windmessungen sehr unbedeutend. Und zwar nämlich 29,7 km/h maximal. Der Durchschnitt beträgt fast 10 km pro Stunde. Ja. Ansonsten, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir hier jetzt aktuell, oh, die neueste Meldung, doch ein neuer Rekord noch geworden. Vorhin waren es nämlich kein Rekord. Dann würde ich einfach mal sagen, wir beenden hier den Film für den 30.04. Übrigens, interessanterweise war das auch am 30.04.2012. Da haben wir auch bis 11:15 beobachtet in etwa. Jetzt haben wir momentan, ach, was für ein Zufall, auch 11:15, genau. Bis dahin haben wir beobachtet und dann in diesem Moment sind die Gewitter rasch zusammengefallen. 2012 allerdings war das Gewitter jetzt relativ stationär. Wir haben fast, besser gesagt, über 2 Stunden Gewitter beobachtet. Und so, jetzt zeigen wir Ihnen noch mal kurz ein paar Daten vom Handy. Handy. Ja, würde ich auch sagen. Eine Pizza mache ich mir dann auch, wenn ich unten angekommen bin. Dann gucken wir jetzt mal kurz, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ach ja, übrigens, wenn Sie auch in die Wettergruppe von Europa wollen, dann können Sie mich auch mal anfragen. Oder ich könnte theoretisch gesehen auch noch meine WhatsApp-Nummer einfach in YouTube reinschreiben. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes. Die WhatsApp-Nummer ist nämlich eh nur eine andere.
Wo steht denn die überhaupt? Hier steht nämlich die Nummer, falls Sie so weit gucken. Also Sie können mich da anschreiben. Ja. Wenn Sie unbedingt wollen, dann können Sie sagen, in die Wettergruppe möchte ich. Und dann kann ich Sie auch gleich dort reinleiten. Wenn Sie ein guter Fan von meinen Filmen sind. Und so würde ich einfach mal sagen. Oho. Ah, die habe ich nämlich mal wieder rausgelöscht. Jetzt zeige ich Ihnen mal kurz Blitzortung. Sie sehen hier das System. Nördlich von uns ist schon so ziemlich kaputt gegangen. Ein neuer Blitz hier wurde registriert. Und, der stimmt schon mal gar nicht. 22.40 Uhr. Dann das hier ist noch ein neues System, wo ich Ihnen gerade eben gesagt habe. Richtung Weinheim, Lambertheim, Bensheim, Worms, also Mannheim, die Gegend, ja. Aber aktuell scheint es jetzt auch nicht zu blitzen. Deswegen rechnen wir damit, dass im Laufe der Nacht auch kaputt gehen wird. Dann zeigen wir Ihnen noch mal kurz das Niederschlagsradar. Hallo. So sieht das Niederschlagsradar aktuell aus. Also wir können es noch mal ein bisschen näher für Sie ranzoomen. Ja, wir befinden uns andauernd hier, merken Sie was? Hier in diesem Bereich. Hier konnten wir schön, brav, trocken beobachten, ohne damit uns irgendwelche jeglicher Regen gestört hat. Und die Zelle da 10 Kilometer von uns entfernt war. Währenddessen der Heidelwerfer, der war hier, sich befindet ungefähr, andauernd über seinen Regen geklagt hat, der da am Rhein, im Rheindelta runtergekommen ist. Ansonsten können wir Ihnen noch mal kurz die UWZ zeigen. Das sind die Vorwarnungen, die wir für heute gültig sind. Die sind noch normalerweise bis 0 Uhr gültig. Naja, auch egal. Keine Ahnung, warum die aufgehoben sind. Die vom Deutschwetterdienst sind auch schon aufgehoben. Sie sehen hier nur noch ein paar Warnungen für Heilbronn, Odenwald und Heidelberger Landkreis da bei uns. Und sonst noch ein paar Vorwarnungen für Nordrhein-Westfalen und Hessen. Ne? Oho. Von 23 Uhr bis 4 Uhr, das sind 2. So, dann hätten wir auch das hier. Sie sehen, jetzt ist nur noch 57 Kilometer nordwestlich was. Die Zelle hat sich verabschiedet. Die andere Zelle hält sich auch gerade noch so über Wasser. Dann würde ich einfach mal sagen, jetzt ist endlich mal Schluss. Und wir melden uns morgen. Ganz einfach morgen, wenn die Gewitterlage losgeht, spätestens da. Falls es morgen doch nicht zu einer Gewitterlage kommen sollte, bitten wir dies zu entschuldigen. Aber Fakt ist, es war auf jeden Fall nicht die letzte Gewitterlage in diesem Jahr 2014. Bis dann. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls auch sehr viel Spaß gemacht. Und
Damit wünschen wir Ihnen auch weiterhin alles Gute und auch natürlich mir, denn so etwas ist auch ab und zu gefährlich. Ich hatte noch sehr viel Glück gehabt, schon seit 2007, 2008 wurde ich von keinem einzigen Blitz betroffen. Das ist auch gut so. Ich meine, ansonsten würde es mich ja nicht mehr geben. Aber wir werden auf jeden Fall das Hobby noch weiterhin machen. Ha, nein, alles 50%. Lol. Ja, so, dann würde ich einfach mal sagen, wir melden uns, wenn es wieder etwas gibt. Wenn es morgen nichts gibt, dann würde ich einfach sagen, wir melden uns bei der nächsten Gewitterlage. Frühestens, denke ich jedoch, wenn wir wieder etwas erkennen. Kann auch natürlich schon heute Nacht sein. Aber wenn nicht, dann erleben morgen. Jo, der Wind ist wieder auf 10,0 gekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, dann würde ich einfach mal sagen, bis dann.